Wer wird Germany's Next Topmodel 2022? Diese Frage beantwortet Heidi Klum, 48, heute Abend schon zum 17. Mal live im Fernsehen. Seit Anfang Februar war die Ehefrau von Tom Kaulitz, 32, auf der Suche nach Alex Mareihe Peters, 24, Nachfolgerin. Das schöne Transmodel hatte vergangenes Jahr die Castingshow für sich entscheiden können. Auch in diesem Finale siegt Heidi wieder gnadenlos aus. Nach einem Walk mit Kreationen von Jeremy Scott fiel die erste Entscheidung zwischen Martina und Anita. Für Anita hat es nicht gereicht, mit Heidis Worten zerplatze für die Laufsteg-Beauty der Traum vom Titel und dem Cover der deutschen Harper's Bazaar. Doch die Brünette schien es mit Fassung zu tragen. Die Modelmama gab ihr noch einmal ein paar nette Worte mit auf den Weg. Anita, ich danke dir, du bist eine gute, für die Promi-Flash-Leser dürfte das nicht überraschend kommen. In einer Umfrage kurz vor der Ausstrahlung des Finales sahen auch sie das Nachwuchsmodel auf den hinteren Rängen.